Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen im Saal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause. Herr Mostofisadeh, gefällt die dritte Lesung nicht, die morgen stattfindet? Okay, die steht nun mal so im Gesetz und überrascht sein muss man nicht, wenn möglicherweise morgen keine neuen Erkenntnisse von Seiten der Opposition kommen. Aber es besteht immerhin die Möglichkeit, bis morgen von Seiten der Landesregierung oder der regierungsnahen Fraktionen, da ich sage mal, das Ei des Kolumbus zu präsentieren und hier vorne zu präsentieren. Das wird aber wahrscheinlich auch nicht so geschehen. Und von daher bleibt es dabei, dass nicht nur der Haushalt 2014, wie aber auch der Entwurf 2015 relativ kraftlos ist und auch nicht geeignet ist, NRW als zukunftsfähig zu erweisen, sondern es ist nach wie vor so, dass im Prinzip der Nachtragshaushalt, über den wir beraten, bestes Beispiel dafür ist, wie man an Symptomen herumdoktert. Der Landeshaushalt bröckelt weiter und das wird selbstverständlich auch durch den Nachtragshaushalt eindeutig dokumentiert. Ich möchte hier einige Fakten nehmen. Natürlich ist es so, dass Mehrausgaben zu tätigen sind, die sich im Laufe des Jahres 2014 herausgestellt haben. Zu erwähnen wäre natürlich die Personalausgaben, zu erwähnen wäre natürlich auch der Hilfsfonds in Zusammenhang mit dem Orkan Ela. Auch die Ersatzschulfinanzierung, die findet auch da müssen auch mehr Ausgaben getätigt werden, was wiederum allerdings auch mit der Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013, 2014 zu tun hat. Es gibt auch mehr Ausgaben bei Kofinanzierungsmitteln für die Städtebauförderung. All das ist richtig, nur bedarf es tatsächlich einer Erhöhung der Netto-Neuverschuldung auf 3,2 Milliarden Euro um 800 Millionen, über die wir jetzt beraten, bevor wir zum Beispiel über die Veränderung der Beamtenbesoldung beraten. Ich finde es alleine schon, vielleicht ist das ein Opfer der Regulierung über die Tagesordnung, dass die Beamtenbesoldung also ein wesentlicher Beitrag beziehungsweise ein wesentlicher Kostenfaktor für den Nachtragshaushalt erst nach der Beratung über den Nachtragshaushalt beraten wird. Möglicherweise ist da aber irgendwie, ich bin davon überzeugt, dass das im Einvernehmen erfolgte, Herr Rasche, aber es ändert nichts daran. Ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn die Faktoren, die zum Nachtragshaushalt führen, tatsächlich vorher beraten worden wären. Sei es drum. Es fehlen dem Nachtragshaushalt, wie schon dem Haushalt, intelligente Ansätze zur Konsolidierung der Landesfinanzen. Und wenn die kommen, ist super. Der Nachtragshaushalt hilft da nicht ab. Der Nachtragshaushalt ist und bleibt Notnagel, der die verfehlte Haushaltspolitik des Landes erst recht als eine Politik von Versuch und Irrtum zeitigt. Das Ergebnis ist gewesen eine Haushaltssperre infolge des Urteils des Verfassungsgerichtshofs in Münster, welches ebenfalls nicht hätte sein müssen, wenn am 18.06.2013 im Rahmen der Anhörung die Landesregierung und auch die sie tragenden Fraktionen auf die 20 Sachverständigen gehört hätten. 600 Millionen zusätzlicher Konsolidierungsbedarf ab 2015 wird durch diese erhöhte Netto-Neuverschuldung ausgewiesen, um am Ende dem verfassungsmäßigen Petitum der Schuldenbremse gerecht werden zu können. Das ist ja das, was hier immer nach vorne getragen wird, dass die Landesregierung, dass die sie tragenden Fraktionen das erreichen werden. Nach allen Berechnungen wird das kaum möglich sein. Es wird nicht möglich sein. Sie wollten 2014, Herr Finanzminister, 700 Millionen Euro einsparen. Das wollten Sie an den Beamten sparen. Das ist schiefgegangen. Und da muss man einfach mal wirklich sagen, wäre Finanzpolitik, und da beziehe ich durchaus auch die Steuerschätzung mit ein, die natürlich nicht immer valide sein können, sondern durchaus variabel sind. Aber wenn man den Nachtragshaushalt in Verbindung mit dem Haushalt 2014 sieht und dann davon ausgeht, dass wenn Finanzpolitik in NRW spekulationssteuerpflichtig wäre, könnten wir uns diesen Nachtragshaushalt möglicherweise ersparen und auch weitere Sparbemühungen in den nächsten Jahren möglicherweise nicht auf Kosten der notwendigen und wichtigen Investitionen im Lande Nordrhein-Westfalen bewerkstelligen. Im Moment sehe ich da jedenfalls schwarz. Unter Berücksichtigung aller genannten Umstände werde ich meiner Fraktion jedenfalls empfehlen und habe ich ihr empfohlen, den Nachtragshaushalt abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die Landesregierung spricht der Finanzminister Dr. Norbert Walter-Borjans.